Hallo zusammen, das hier ist ein selbstgemachtes Schlemmerfilet à la Bordelaise. Und wenn ihr wissen wollt, wie man das macht, dann bleibt dran, denn es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Und weil wir es schon selber machen können, müssen wir nicht diese Mini-Portion machen, sondern kümmern uns um eine XL-Variante. Es ist den deutschen Lieblingsfertigprodukt, das Schlemmerfilet à la Bordelaise, ganz einfach selbst herzustellen. Man nehme ein halbes Paket Butter, also sprich 125 Gramm, frisch gehackte, grob gehackte Frühlingszwiebeln, eine Handvoll frischen, grob gehackten Dill, frische, sehr grob gehackte Petersilie ist ausreichend, Schnittlauch, ein Bund. Dann brauchen wir etwa 100 Gramm Paniermehl. Und das Ganze einmal gut vermengen. Man kann auch noch ein bisschen frische Zitrone dran geben, ein bisschen Abrieb, ein bisschen Zitronensaft oder wenn man möchte etwas Gemüsebrühe. Dann starten wir mit einer großen Aluform, unten etwas Olivenöl herein und jetzt, stilecht, Schlemmerfilet, Seelachs. Das hier sind ca. 800 Gramm, die ich da insgesamt in die Schale aufschichte. Das heißt, das ist auch ungefähr das Fischmengenverhältnis, dass das passt zu der Kruste. Und wenn wir den Fisch halbwegs in der Schale drin haben, geben wir wieder einen guten Schuss Olivenöl sowie grobes Meersalz und frisch zerstoßenen schwarzen Telly-Sherry-Pfeffer dazu. Da tut es natürlich auch jeder andere schwarzer Pfeffer. Ihr könnt auch bunten oder weißen Pfeffer nehmen. Das ist nicht so ein großer Unterschied. Bei mir gab es heute Telly-Sherry-Pfeffer. Und dann verteilen wir großzügig unsere Kruste auf dem Fisch. So, der Monolith-Grill ist vorgeheizt auf 150 Grad indirekte Hitze. Dann lassen wir das Ganze etwa 45 Minuten bei den besagten 150 Grad indirekt garen. Hier sieht man schon, zwischendurch mal von oben reingefilmt. Und das Ganze ist dann gut, wenn es so aussieht wie hier, dass es schön braun ist oben und von unten durchgegart. Ja, dann richten wir das Ganze noch auf dem Teller an. Probiert das unbedingt mal aus. Das schmeckt nochmal um Längen besser. Ihr könnt das auch variieren. Ihr könnt dann Spinat mit reingeben. Macht nicht mehr à la Bordelaise drauf. Oder ihr macht da Tomaten mit rein. Oder da kann man natürlich ganz viel mit experimentieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr es mal nachmacht. Ich bin raus, euer Markus.